Aber der kommt jetzt nicht hierher. Scheiße. Ja, die laufen jetzt hier gerade alle rum, ne? Sackgasse gelaufen. Weiß. Er hat auf jeden Fall den Welpen nach oben. Du kannst keinen Kampf gewinnen, wenn du verletzt bist. Also aufpassen, dass ich nicht in die ganzen Fallen reinlatsche. Mal, da ist aber eine Sackgasse. Das ist alles versperrt. Wie soll ich denn da hinkommen? Ist neu. Krass, das ist jedes Mal was anderes. Ist ja auch nette Menschen. Happy, happy. Schüttelt man die Nummer? Ich hab's schon mal vergessen. Oh, ich kann auch rufen, wie süß. Das führt halt nur wieder. Wie komme ich denn überall hin? Das ist ja voll verwirrend. Happy, happy. Wait. Hallo, Mothman. Diese Drecksfallen kann man die irgendwie kaputt machen.
Ist halt überall zu, ne? Irgendwo einen Weg geben, den du aufmachen kannst. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja! Oh, wie süß! Verdammt! Oh Mann! Macht das gleich wieder vorbei. Oh nein. Er hat anscheinend Hunger. Ich glaube, die essen uns einfach. Aber gab es nicht hier noch Fisch? Kommt schnell. Ich müsste 100% gegen den kämpfen. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Weil es ist halt alles hier blockiert. Versperrter Weg. Was mache ich mit dem Dachs eigentlich? Kann er auch nicht an den vorbei. Essen habe ich langsam auch nicht mehr. Wir werden verhungern. Duck slitzen. Ich weiß nicht, wie man den slitzt. Scheint, haben wir keine Chance gegen den. Zu essen? Ja gut, da wo der blöde Dachs ist. Gehen erstmal wieder zurück. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hin soll. Und die Nacht vergeht viel zu schnell. Aber die Kleinen, die sind schon ziemlich müde. Deswegen wieder zurück. Aber wo soll ich jetzt hin? Kann man auch wieder zurück. Ich meine, von hier kommen wir ja, ne? Scheint.
Da ist eine fucking Eule. Gott, wir gehen mal hier lang, komm. Alter! Aber Häschen gibt ganz viel Essen, guck mal. Jesus! Naja. Naja. Oh ja. Oh, wie süß. Aber alles Sackgassen hier. Jetzt an die Eule vorbei? Ich habe keine Ahnung. Muss ich gegen die kämpfen, wenn die mich sieht? Warum schläft die Eule nachts? Ja gut, meine Welpen sind auf jeden Fall gefundenes Fressen für die, ne? Is about do who you. Geht's hier noch weiter oder nicht? Nee. Vielleicht gibt's hier nirgends mehr Futter, dann werden wir verhungern. Das Ziel des Spiels, überleben. Und unseren anderen Welpen wiederfinden. Der wurde entführt. Alter, voll der Assassin's Creed. Hund. Hund. Fuchs. Kann ich mich an den vorbeischleichen? Gibt es da überhaupt einen Weg? Da ist eine Sackgasse. Ne, dann gehen wir mal wieder, ne? Es wird auch langsam hell. Wir haben jetzt ein Problem. Scheiße. Oh fuck. Wir haben ein ganz fettes Problem. Ich glaube, ich muss gegen den kämpfen, ne?
Ich werde ihn die Eier abbeißen. Ist aber halt alles zu hier, ne? Auf die Eier. Na, das ist die Höhe davon, von dem Fuchs. Der springt hoch und dann ist er an den Eiern. Und dann haps. Ich habe jetzt schon Eis und 2 geholt. Der Hinweis halt dieser eine Typ, oder? Ich hab halt keinen Plan. Weil du wirst halt direkt in das Spiel reingeworfen. Nutze deine Welpenfähigkeit immer, wenn du kannst. Sie werden dir helfen zu überleben. Okay. Wobei die Welpen am Anfang auch Hundewelpenhelden sein können. Das stimmt. Hier sind mehrere Fragezeichen. Ja. Das Problem ist, dieser behinderte Scheiß-Kackdachs lässt mich ja nicht durch. Erstes Problem gerade. Wie werde ich den Dachs los? Gibt neue Spuren. Oh Gott, ich rette dich. Ich hab dich gerettet, du blöde F... Wir haben jetzt diesen Kackdachs gerettet und undankbar ist er auch noch. Ja. Aber der Jäger ist hier anscheinend. Der schnappt sich jetzt hier alles, diese kleine Mistratte. Ich hasse ihn. Wer Tieren einfach sowas antut. Und der macht sich auch einfach einen Weg frei. Es scheint sowieso ein ganz großes Arschloch zu sein. Nacht, Jost, schlaf schön. Wir müssen erstmal was essen. Da oben ist da der blöde Penner. Scheiße, ich brauch dich. Hallo, try. Nom, 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 nom. Wie komme ich jetzt da hoch? Kann ich hier irgendwie rein, oder?
Warum hat er sich jetzt den Weg hier rein gebahnt? Kämpft gegen Batman. Batman ist ganz schön fett geworden. Aber wir sollten uns beeilen, es wird gleich wieder Tag. Schon eine Eule. Wo kommt die denn jetzt her? Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier lang gehe? Oh, okay. Ach, das ist so eine Blockade gewesen, okay. Eine Abkürzung nehmen. Scheiße, da schleicht schon einer rum. Oh. In unser Bau zurück. Weil das bin schon vorbei. Aber anscheinend nach ein paar Tagen, also wenn hier Tage vergehen in dem Spiel, kriegen wir immer wieder eine neue Spur, die wir dann verfolgen können. Trial das neue Follower-Emote entdeckt. Ja, trinken wir jetzt nicht mal so schlecht. Okay, was passiert jetzt schon wieder? Ach du Scheiße, was zur Hölle ist denn jetzt passiert? Greif den jetzt an. Kann ich mal in unser Bau zurück? The fuck? Blöder Wichser. Jetzt ist unser Zuhause auch nicht mehr sicher. Alles gut. Alles gut. Humpelt, ja. Heißt, wir sind gerade sehr schutzlos. Weil wir uns jetzt nicht wehren können. Ist es jetzt noch verdreckter hier? Heilige Scheiße. Es war vorher auch schon zwar verdreckt, aber nicht so. Du Kacke. Oh shit. Fuck it. Nein. Da wird immer schlimmer.
Was kann ich jetzt machen? Hol das. Hol Essen. Also jetzt habe ich einfach so ein komisches Ding da um den Kopf. Scheiße. Alter, gepeinigt bis zum geht nicht mehr. Scheiße. Und Try, danke schön für die Vergiftung an Nilmo. Dank. Wie jetzt? Haus ist nicht sicher, da treibt sich irgendein Typ gerade rum. Oder ist er jetzt weg? Alter, ist ja alles hier jetzt ramponiert. Mal langsam Essen finden. Boah, was ist hier passiert? Bah, kein Wunder, dass es hier nichts mehr zu essen gibt. Scheiße. Soll ich hier Nahrung finden? Ja, das macht halt nicht viel, ne? Noch vermüllter hier geworden. Krasse Menschen. So ein kleines bisschen haben wir gefunden. Oh, wie. Oh, danke schön. Oh. Ah, trotzdem betteln sie sich noch. Aber hat mir gerade Essen gegeben. Oh, als Dankeschön. Und trotzdem ein kleines Arschloch. Aber Dankeschön. Eine Mülltüte. Wie ein Liebesfauchen, ja. Haut mal schön rein hier. Da ist noch was. Essen. Alter. Ja, lebensgefährlich hier. Das Schlimme ist halt, das kann wirklich oder passiert halt auch, dass zum Beispiel Katzen oder so in irgendwelche Flaschen mit dem Kopf stecken bleiben oder in irgendwelche Dosen oder sowas. Füchse halt leider auch. Weil die halt versuchen, irgendwie zu futtern und dann bleiben die da hängen. Bin fast da reingelaufen. Ihr seid müde, ne? Oh. Belle und deine Welpen werden dir folgen. Das habe ich schon rausgefunden. Ah, die sind schon süß. Aber uns fehlt unser viertes Baby. Wo ist unser viertes Baby?
Welpen-Chan. So, nach oben zu gehen wäre nicht schlecht. Was ist mit dem vierten Baby tot? Nein, es wurde entführt aus dem Bau. Der Typ hat es, hat den Fuchs, den Fuchswelpen gelockt und mitgenommen, eingesperrt im Käfig. Der Kleine hat sich halt voll gefreut und dachte sich so, oh, was ist denn das, weil er den mit so einem Spielzeug gelockt hat und hat ihn dann mitgenommen. Und keine Ahnung, was er mit ihm vorhat. Aber hier sind die Menschen anscheinend alle irgendwie ein bisschen geistesgestört. Wie in der realen Welt, weil die Füchse auch jagen und anscheinend essen. Echt cool.